Sieh an, sieh an, sieh an. Wer ist denn dieser tolle Mann, Daddy? Kennst du ihn? 1.900 habe ich gehört. 4.000 habe ich gehört. Und das ist dieses Pferd auch wert. 4.000! Wie mein Pferd kauft! Miss Weldon, ich weiß, dass das Pferd Ihnen sehr am Herzen lag. Sie können jederzeit bei mir vorbeikommen und es reiten. Nein, danke sehr. Amy, Constance ist hin und wieder ziemlich taktlos. Ach, sie gibt nur das wieder, was alle anständigen Frauen in Truro über mich denken. Unsere Tochter ist zu einer sehr schönen Frau herangewachsen, Claude. Ob man die Ähnlichkeit bemerkt? Da ist wohl noch keiner drauf gekommen, außer dir und mir. Denkst du manchmal über uns nach? Das liegt doch noch lange zurück. Ich interessiere mich nicht für das, was war, sondern für das, was ist. Aber die anderen sollten uns lieber nicht reden sehen, sonst denkt Eudora noch, du wärst kompromittiert worden. Du in deinem Büro tust, also fang du nicht an, mir zu sagen, was ich hier tun soll. Das Mädchen macht bloß Schwierigkeiten. Hallo, Sheriff. Wollen Sie mich nicht wenigstens begrüßen? Vielleicht sagen Sie mir, wie... Oh, Constance, du siehst wunderschön aus. So, komm. Alle warten schon. Gehen wir. Sie dürfen jetzt die Braut küssen. Das hat doch keinen Sinn, dich selbst zu quälen. Ja, vielleicht. Ich bin mit hingenommen. Dadurch komme ich auch noch auf ganz verrückte Gedanken. Versprich mir, dass du nicht... Field, das wird ein wunderschönes Leben, was wir noch alles vor uns haben. Freust du dich nicht auch darauf, Field? Skipper, ich glaube, du hast genug. Nein, Lutimer, nein, ist noch nicht genug. Ich meine, für wen soll ich denn nüchtern bleiben? Dadurch wirst du deinen Schmerz nicht vergessen, Schatz. Ja, aber es hilft. Hast du heute Abend mehr Lust auf oben oder hier unten? Naja, und deine drei letzten Nummern waren Cry Me River, Is That All There Is and I'll Never Smile Again. Das ist wirklich sehr erheiternd. Erst auf Hochzeitsreise auf den Bahamas und so ist... Okay, geh wieder in die Arbeit, Kleine. Und tu so, als ob du dein Geld ehrlich verdienst, ja? Oh Mann. Allein, Robin. Geh bitte nicht weg. Naja, fahren kann der nicht. Also wird er wieder in Sams Zimmer übernachten müssen. Lutimer, geh du doch schon rauf ins Bett, das erledige ich. Danke. Ich kann auch nicht mehr stehen. Bleibst du bei uns? Das hat ja lange genug gedauert. Aber jetzt sind wir durch. Steht unser nächster Termin schon fest? Nein, Lutimer. Wiedersehen. 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 Was ist denn los? Deine Jungs verhalten sich ja mehr als merkwürdig. Nichts, was dich was angeht. Jetzt weiß ich, dass es was Ernstes ist. Komm mit. Gott sei unbesorgt. Wir werden unseren ersten Hochzeitstag feiern und auch unseren 50. Hochzeitstag. Das verspreche ich dir. Ist es... Unter den richtigen Umständen gebe ich mir ganz besondere Mühe. Sam oder Field? Allen beiden. Jeden von beiden. Ich dachte, das sei vorbei mit Field. Na, red dir das nur ruhig weiter ein. Dann wirst du eines Tages auch daran glauben, ha? Huh? Gibt es etwas Neues, Titus? Wer hat euch beiden das erzählt? Sam Curtis. Aber er sollte doch seinen Mund halten. Ich muss ihn sprechen. Er ist nicht hier. Und wo ist er? Die Jungs haben das Geld zusammen. Es kann losgehen. Ich musste dich anrufen. Entschuldige bitte. Ich musste dich einfach sehen. Das verstehe ich. Ach, Claude. Ich rufe dich an, sobald ich weiß, dass sie in Sicherheit ist. Thank you.
Sie ist gerettet. Sie sind beide gerettet. Oh, großer Gott. Oh. Oh. Dieser Sam Kerr.